Wiltshire ist ein kleines ländliches Dorf im Van Wert County, Ohio. Es ist typisch mittelamerikanisch. Die Einwohner arbeiten hauptsächlich auf ihren Farmen, in einem der wenigen kleinen Unternehmen des Dorfes oder in nahegelegenen Fabriken. Es gibt eine Bibliothek, ein Postamt, ein Antiquitätengeschäft, ein paar familiengeführte Restaurants, einen Park und eine Kirche. Die Staatsgrenze Ohio-Indiana liegt etwa 1 Kilometer westlich von Wiltshire und der St. Mary's River verläuft östlich. Es ist eine kleine und sichere Gemeinde, in der die Nachbarn aufeinander aufpassen. Die Familie Rogers bestand aus den Eltern Hal und Joan, genannt Joe, beide 36 Jahre alt, und ihren beiden Töchtern, der 17-jährigen Michelle und der 14-jährigen Christy. Hal und Joe begannen sich in der Highschool zu daten und heirateten gleich nach ihrem Abschluss im Jahr 1971, als Joe schwanger wurde. Michelle wurde am 22. Februar 1972 und Christy am 6. Oktober 1974 geboren. Joe war die kontaktfreudigere und geselligere der beiden. Hal hingegen war introvertiert und ruhig. Es war Joe, die Hals lustige Seite zum Vorschein brachte, ihn auf die Tanzfläche zerrte und ihn dazu brachte, mit ihr Country-Musik zu hören. Sie hatten völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und ergänzten sich in gewisser Weise gegenseitig. Die ältere Tochter Michelle war eher zurückhaltend, während Christy lebhaft und stets fröhlich war. Beide Mädchen wuchsen auf dem Bauernhof ihrer Eltern auf und liebten Tiere. Christy war eine Cheerleaderin, in der Schule beliebt und fand leicht Freunde. Michelle war schüchtern und eher ein Wildfang. Sie ging gerne auf Partys, auf denen sie mit ihren engen Freunden Zeit verbrachte, heimlich Bier trank und Zigaretten rauchte. Michelle und ihr Freund Jeff Feasby waren noch nicht lange zusammen, kannten sich aber seit der 7. Klasse. Da es der Beginn ihrer Beziehung war, waren die beiden unzertrennlich. Hal und Joe Rogers haben extrem hart gearbeitet. Die Familie hatte nicht wirklich viel Geld, aber sie verdienten ihren Lebensunterhalt durch ehrliche und harte Arbeit. In der Welt der Milchviehhaltung gibt es keine Pausen und die ganze Familie beteiligt sich am reibungslosen Betrieb des Hofes. Joe arbeitete zusätzlich auch nachts bei Peyton's Northern, einem Vertriebszentrum für Gesundheits- und Schönheitsprodukte, wo sie einen Gabelstapler fuhr und am Fließband arbeitete. Das Leben war nicht einfach für Joe. Zwischen ihrem Nachtjob, der Landwirtschaft und ihrer Tätigkeit als Mutter schlief sie kaum. Obwohl sie immer überarbeitet und erschöpft war, tat sie ihr Bestes, um ihrer Familie gegenüber optimistisch und positiv zu bleiben. Jeden Morgen gingen Joe und Hal, nachdem sie die Kühe gemolken und die Mädchen zur Schule gebracht hatten, in die Stadt frühstücken. Die beiden aßen, wann immer sie konnten, auswärts, um sich eine Pause von den Tieren und landwirtschaftlichen Maschinen zu gönnen, die ihr Leben beherrschten. Die Ausstrahlung, die Joe einst besessen hatte, war jedoch nicht mehr so hell wie früher. In der Highschool war sie wunderschön mit einem freundlichen Lächeln und braunen Augen. Ihr Highschool-Jahrbuchfoto zeigt eine glückliche, unbeschwerte junge Frau voller Leben. Aber die Jahre forderten einen unglaublichen Tribut von ihr. Sie war schon immer schlank gewesen, aber sie verlor so viel Gewicht, dass sie hager und kränklich wirkte. Die permanente Schlaflosigkeit raubte ihrem Gesicht die Farbe und unter ihren Augen bildeten sich große, dunkle Ringe. Obwohl sie erst 36 Jahre alt war, könnte man sie für viel älter schätzen. Die letzten 3 Jahre waren für die Familie besonders schmerzhaft gewesen. In ihrer Mitte lebte ein Raubtier, das kein Unbekannter war. Es war Hals Bruder John. John Rogers lebte in einem Wohnwagen auf dem Familiengrundstück und arbeitete auch auf der Farm. John wurde von Einheimischen immer als etwas seltsam beschrieben. Er lief in Armeeuniform herum und behauptete, mehrere Missionen für den Secret Service und die CIA durchgeführt zu haben. Niemand wusste, wie gefährlich er wirklich war. Das wurde erst klar, als die Polizei zu seinem Wohnwagen kam und ihn wegen der Vergewaltigung seiner Ex-Freundin festnahm. Das Paar hatte sich kürzlich getrennt, aber sie blieb weiterhin mit John im Wohnwagen, bis sie eine andere Wohnung fand. Sie berichtete, dass sie eines Abends, als sie zum Wohnwagen zurückkehrte, von einem Mann mit einer Maske überfallen wurde, der ihr Handschellen anlegte und ihr eine Augenbinde über die Augen legte. Sie hat an der Stimme sofort erkannt, dass es John war. Er bedrohte sie mit einem Messer, um sie am Schreien zu hindern, und vergewaltigte sie dann. Er habe die ganze Sache gefilmt, sagte sie der Polizei. Die Polizei besorgte sich einen Durchsuchungsbefehl für den Wohnwagen von John Rogers. Sie fanden nicht nur das Video, auf das sich die Frau bezog, sondern auch Bilder eines anderen Mädchens.
Das Mädchen auf den Bildern und auf einigen Tonbandaufnahmen war niemand anderes als Johns Nichte und Hals Tochter Michelle. Als Hal und Joe davon erfuhren, waren sie zutiefst verstört. Wie konnten sie übersehen, dass etwas so Schreckliches direkt vor ihrer Nase passierte? John kam damit vor allem dadurch durch, dass er die Zeit nutzte, in der Hal und Joe geschäftlich unterwegs waren. Er bedrohte Michelle regelmäßig und warnte sie, dass er sie töten würde, wenn sie es jemandem erzählen würde. Diese Enthüllungen rissen die Familie auseinander. Hal sagte einmal, dass er John dafür töten würde, wenn er früher davon gewusst hätte. Erstaunlicherweise stellte sich Hals und Johns Mutter, Irene Rogers, in Bezug auf ihre Enkelin auf die Seite von John. Sie hat den Leuten in ihrer Heimatstadt erzählt, dass Michelle in der ganzen Sache gelogen hätte, trotz der Beweise, die die Polizei in Johns Wohnwagen gefunden hatte. Hal war darüber so wütend, dass er seine Mutter aus seinem Leben ausschloss. John bestritt die ganze Sache und behauptete, er sei reingelegt worden. Wegen der Verletzung seiner Ex-Freundin wurde er schließlich zu 7 bis 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Die im Fall Michelle gegen ihn erhobenen Anklagen wurden jedoch fallen gelassen, als sie die Aussage verweigerte. Sie wollte die ganze Sache einfach nur hinter sich lassen und ein möglichst normales Leben führen. Zur Schule gehen, Partys feiern und Zeit mit ihrem Freund verbringen. Kein Leben voller Anwälte, Gerichtstermine und ständiger Anspannung. Von den 4 Familienmitgliedern war es Hal, den Johns Missbrauch von Michelle am härtesten traf. Er wurde von Schuldgefühlen überwältigt und verfiel in eine Depression. Ständig quälte ihn der Gedanke, wie er es zulassen konnte, dass sein eigener Bruder seiner Tochter so lange so viel Böses zufügen konnte. Nach all den Strapazen der vergangenen Jahre, der harten Arbeit, der Tragödien der Familie, sehnten sich die Rogers nach einer Auszeit. Sie haben dringend einen Urlaub gebraucht, einfach mal die Farm für einige Zeit verlassen und sich nur mit sich selbst beschäftigen. Und so planten sie ihren ersten Urlaub. Hal hielt es für das Beste, wenn die drei einen Mädchenausflug machten und er zu Hause blieb, um sich um die Farm zu kümmern. Zum ersten Mal in ihrem Leben verließen Joe, Michelle und Christy Ohio zu ihrem ersten richtigen Urlaub. Sie waren begeistert, ganz zu schweigen davon, dass sie die Reise nach allem, was sie durchgemacht hatten, mehr denn je brauchten. Michelle und Christy hatten die Reise schon seit Wochen geplant. Sie würden am 26. Mai aufbrechen und die knapp 2400 Kilometer lange Reise nach Florida zurücklegen, wo sie sich eine Woche lang Sehenswürdigkeiten anschauen wollten. Der Jacksonville Zoo, Disneys MGM Studios und SeaWorld waren nur einige der Orte auf ihrer Reiseroute. Eigentlich wollte Joe nichts anderes als sich an einem Strand entspannen, aber die Mädchen wollten Florida entdecken. Sie machten sich am 26. Mai 1989 gegen Mittag auf den Weg. Joe hatte noch am Abend zuvor bei Peyton's Northern gearbeitet und den Morgen damit verbracht, Schlaf nachzuholen. In ihrem hellblauen Oldsmobile Calais vom Baujahr 1986 fuhr das Trio auf der Interstate 75 nach Süden, durch Ohio, Kentucky und Tennessee, bis sie in Georgia ankamen. Die 800 Kilometer Fahrt hat etwa 8 Stunden gedauert. Sie checkten in dieser Nacht in einem Motel ein, um zu schlafen und um dann morgens die zweite Etappe der Reise anzutreten, bei der sie quer durch Georgia fuhren, bis sie in Florida ankamen. Ihr erster Halt war der Jacksonville Zoo. Ihr Urlaub ging die nächsten 4 Tage genauso weiter. Besichtigungen, Autofahren, Einchecken in einem Motel für die Nacht, dann wieder Besichtigungen und wieder Autofahren. Am Montag, den 29. schrieb Joe eine Postkarte an Hal und erzählte ihm, wie die Mädchen sie überall hinzerrten. Am Donnerstag, dem 1. Juni, verließen sie Orlando und machten sich auf den Weg nach Tampa, wo sie Busch Gardens besuchen wollten, einen weiteren Vergnügungspark. Joe dachte sich, dass sie dort vielleicht etwas Zeit am Strand verbringen könnte, wenn sie denn Glück hätte. Als sie dann in Tampa ankam, fuhren sie eine Weile umher und suchten nach ihrem Motel, dem Days Inn am Rocky Point. Irgendwann hielt Joe an, um einen Blick auf die Karte zu werfen, die sich auf einer Broschüre mit Touristeninformationen über Clearwater Beach befand, die sie mitgenommen hatten. Während Joe da saß und die Karte studierte, näherte sich ein Mann dem Auto. Er war weiß, wahrscheinlich Mitte bis Ende 30, mit dunkelblonden Haaren und einem Schnurrbart, eher unauffällig aussehend. Der Mann fragte sich, ob sie sich verirrt hätten,
da er ihre Nummernschilder aus Ohio bemerkte und annahm, dass sie nicht aus der Gegend stammen. Er erzählte, dass er auch ursprünglich aus Ohio stammte. Auf der Clearwater Beach Broschüre notierte der Mann die Wegbeschreibung zum Motel. Dann machte er ihnen ein Angebot. Er fragte sie, ob sie am Abend gerne mit ihm und seinem Boot hinausfahren würden, um den Sonnenuntergang von Tampa Bay zu beobachten. Er machte einen freundlichen und hilfsbereiten Eindruck. Warum also nicht, dachte sich Joe. Auch den Mädchen gefiel die Idee. Er erklärte Joe, wie sie zum Bootssteg gelangen könnten und dort Ausschau nach einem blau-weißen Boot halten müssten. Sie dankten ihm und machten sich auf den Weg zum Motel. Sie checkten gegen 12.30 Uhr im Days Inn ein. Joe schrieb die Wegbeschreibung, die er ihnen zum Bootsanlegeplatz gegeben hatte, und die Beschreibung des Bootes auf das Briefpapier des Motels. Wie sie den Nachmittag verbracht haben, ist nicht ganz klar. Vielleicht entspannten sie sich, wie Joe es wollte, nach einer Woche voller Besichtigungen am Strand. Sie aßen an diesem Abend im Restaurant neben dem Motel zu Abend, wo sie von einem anderen Gast, einem Geschäftsmann aus Texas, gesehen wurden. Michelle begrüßte ihn, als sie gegen 19.30 Uhr auf dem Weg nach draußen an seinem Tisch vorbeikam. Sie gingen danach kurz in ihr Zimmer zurück, bevor sie sich auf dem Weg zum Bootssteg machten. Während sie im Raum waren, machten sie ein paar Fotos, eines von Michelle in weißen Shorts und blauem Bikini-Oberteil, wie sie mit Sonnenbrand auf dem Boden saß und in die Kamera starrte. Das andere Foto war dieses Bild, das den Blick auf Tampa Bay von ihrem Balkon aus zeigt. Als sie fertig waren, stiegen sie ins Auto und fuhren die Meile zum Bootsanleger, um ihren neuen Bekannten zu treffen. Es wird angenommen, dass sie zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr an Bord des Bootes gingen, gerade als die Sonne unterzugehen begann. Sie wussten noch nicht, dass das der letzte Sonnenuntergang sein würde, den sie sehen würden. Das ruhige, türkisfarbene Wasser der Tampa Bay glitzerte in der Morgensonne, als ein Segelboot unter der Sunshine Skyway Bridge durchfuhr. Die Touristen auf dem Segelboot genossen die Aussicht und die warme Brise auf ihren Gesichtern. Die Gefühle der Ruhe und Zufriedenheit waren jedoch nur von kurzer Dauer. Während das Boot durch das Wasser glitt, entdeckten mehrere Passagiere etwas, das leicht auf- und abschaukelte. Als sie näher kamen, wurde klar, dass es sich bei dem nur wenige Meter entfernt schwebenden Objekt um einen Körper handelte. Die Küstenwache wurde über die schreckliche Entdeckung informiert und umgehend ein Rettungsboot in die Gegend geschickt. Bei der Ankunft versuchte die Besatzung, die Leiche aus dem Wasser auf das Rettungsboot zu ziehen, was sich jedoch als schwierig erwies. Ein an einem knapp 15 Kilo schweren Betonblock befestigtes Seil war um ihren Hals gebunden. Ein Besatzungsmitglied durchtrennte das Seil, zog die Leiche auf das Boot und legte sie in einen Leichensack. Als sich die Rettungsmannschaft auf den Weg zurück zum Land machte, ging ein weiterer Funkruf ein. Eine zweite Leiche sei im Wasser entdeckt worden, zwei Meilen nördlich der ersten, am Pier von St. Petersburg. Dann, als die Rettungsmannschaft sich auf den Weg machte, um die zweite Leiche zu bergen, ging ein weiterer Anruf ein. Eine dritte Leiche war 180 Meter östlich der zweiten gefunden worden. Wie der erste Körper wurde auch der zweite und der dritte Körper mit etwa 15 Kilo schweren Betonblöcken beschwert, die an einem Seil um den Hals befestigt waren. Jedes Opfer schwebte mit dem Gesicht nach unten, die Knöchel waren aneinander gefesselt und die Hände waren mit einem gelben Seil auf dem Rücken gefesselt. Ihre Münder waren mit Klebeband zugeklebt, sie waren von der Hüfte abwärts nackt. Bei allen drei Opfern handelte es sich um weiße Frauen und, soweit die Bergungsmannschaft feststellen konnte, waren zwei davon noch relativ jung. Die Ermittler begannen bei diesem Fall bei Null. Die Identität der Frauen war nicht bekannt. Ausweispapiere wurden an den Leichen auch nicht gefunden. Sie wurden in eine Arztpraxis in St. Petersburg gebracht, wo festgestellt wurde, dass sie wahrscheinlich zwischen 3 und 5 Tagen im Wasser gewesen waren. Angesichts der warmen Wassertemperatur in der Bucht hatten sich die Leichen schneller zersetzt, als dies bei kälterem Wasser der Fall gewesen wäre. Durch den Zersetzungsprozess entstanden Gase, die dazu führten, dass sie an die Wasseroberfläche schwebten und die Betonblöcke mit nach oben rissen. Um herauszufinden, wo die Frauen im Wasser gelandet waren, baten die Ermittler Forscher der University of South Florida, die Strömungen für diesen Zeitraum zu analysieren. Ihre Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass sie mitten in die Bucht geworfen waren und nicht über eine Brücke oder an der Küste. Es dauerte nicht lange, bis nationale und lokale Medien die Geschichte aufgriffen. Wer waren sie?
waren sie aus der Gegend. Angesichts der Zahl der Touristen, die jeden Sommer Tampa besuchen und der Tatsache, dass niemand sie als vermisst gemeldet hatte, schien es wahrscheinlich, dass sie nicht aus der Gegend stammten. Am 8. Juni, 4 Tage nach der Bergung der Leichen, machte ein Zimmermädchen in einem Days Inn Motel in Tampa ihren Manager darauf aufmerksam, dass im Zimmer 251 Tage lang niemand gewesen sei. Die Gäste, die am 1. Juni in das Zimmer eingecheckt hatten, eine Mutter und ihre beiden Töchter, hatten ihre Sachen im Zimmer gelassen, aber weder in den Betten geschlafen noch die Handtücher benutzt. Dem Manager des Hotels fiel auf, dass er die drei seit ihrer Ankunft nicht mehr gesehen hatte und erinnerte sich an die Berichte aus den Lokalnachrichten über die drei Leichen, die in Tampa Bay gefunden wurden, und hatte eine schreckliche Vermutung. Als die Polizei im Motel ankam, wurde ihnen mitgeteilt, dass das Zimmer Joan Rogers und ihren beiden Töchtern Michelle und Christy aus Wilshire, Ohio zugewiesen war. Das Zimmer war so, wie sie es erwartet hatten. Offene Koffer lagen auf dem Boden, Souvenirs, die sie während ihrer Reise gekauft hatten, waren überall im Zimmer verteilt. Ermittler nahmen eine Filmrolle aus dem Hotelzimmer mit und ließen sie entwickeln. Die Rolle enthielt die zuvor erwähnten Fotos von Michelle und der Aussicht auf Tampa Bay. Um herauszufinden, ob es sich bei den in der Bucht gefundenen Leichen um die der Rogers-Frauen handelte, kontaktierten Ermittler John Rogers' Ehemann Hal in Ohio und fragten nach den Zahnakten seiner Frau und seiner Töchter. Die zahnärztlichen Unterlagen bestätigten, was Hal am meisten befürchtete. Seine gesamte Familie war während eines Urlaubs in Florida ermordet worden und ihre Leichen waren in der Tampa Bay treibend aufgefunden worden. Die an Joe und den Mädchen durchgeführte Autopsie enthüllte, wie schrecklich ihre letzten Momente gewesen sein müssen. Das Wasser in ihren Lungen zeigte, dass sie noch am Leben waren, als sie ins Wasser geworfen wurden. Angesichts der Tatsache, dass sie unterhalb der Taille nackt waren, schien ein Übergriff wahrscheinlich, aber alle forensischen Beweise wurden vom Wasser weggespült. Das gleiche galt auch für alle anderen forensischen Beweise wie Fingerabdrücke, Fasern oder Haare. Es gab keine verwertbaren Spuren. Wie bei jeder Mordermittlung wurden zunächst diejenigen untersucht, die den Opfern am nächsten stehen. In diesem Fall war das Hal Rogers. Joe und die Mädchen sollten am 3. Juni nach Wilshire zurückkehren. Die Ermittler fanden es seltsam, dass Hal 3 Tage wartete, bevor er sie als vermisst meldete. Als sie mit Hal sprachen, beschrieben sie ihn als kalt und gefühllos und er zeigte nicht die Emotionen, die man erwarten würde, wenn man solch erschütternde Nachrichten erfahren würde. Aber von Natur aus war Hal genau das, ein zurückhaltender Mensch mit einer harten Schale, aber einem weichen Kern. Sein Umgang mit den Ermittlern spiegelte nicht das wider, was er wirklich über die brutalen Morde an seiner Frau und seinen beiden Töchtern dachte. Hal wurde aber schnell als Verdächtiger ausgeschlossen, da er es sich zur Gewohnheit machte, während der Abwesenheit seiner Familie zum Frühstück und Abendessen in lokale Restaurants zu gehen. Es gab mehrere Leute, die ihn in dieser Woche jeden Tag beim Essen sahen. Es wäre für ihn so gut wie unmöglich gewesen, in der Nacht, in der sie getötet wurden, in Florida zu sein, aber rechtzeitig zum Frühstück wieder in Wilshire zurück zu sein. Der nächste logische Schritt für die Ermittler bestand darin, das Auto der Rogers zu finden, den hellblauen Oldsmobile Calais. Es dauerte nicht lange, bis das Auto geparkt in einem öffentlichen Bootsteg am Courtney Campbell Parkway, 1 Meile vom Days Inn Motel, gefunden wurde. Das Auto schien seit dem 1. Juni, als es das letzte Mal bewegt wurde, unberührt dagestanden zu haben. Die Ermittler fanden 2 von verschiedenen Personen verfasste Wegbeschreibungen, einen auf einer Broschüre vom Clearwater Beach und die andere auf einem Briefpapier vom Days Inn Motel. Das Auto und dessen Inhalt wurden als Beweismittel gesichert und die Notizen einem forensischen Dokumentenprüfer übergeben. Zum Vergleich wurden Muster der Handschrift von Joe, Michelle und Christy bereitgestellt. Es wurde festgestellt, dass es sich bei der Notiz auf dem Briefpapier vom Days Inn Motel um Joes Handschrift handelte. Die Handschrift auf der Clearwater Beach Broschüre stimmte jedoch weder mit der von Joe noch mit der ihrer Töchter überein. Die im Auto gefundenen handschriftlichen Notizen waren für die Ermittler von entscheidender Bedeutung, um eine Theorie darüber aufzustellen, was mit Joe, Michelle und Christy passiert sein könnte. Es schien sehr wahrscheinlich, dass eine unbekannte Person ihnen den Weg zu ihrem Motel gegeben und dies auf die Broschüre geschrieben hatte. Joe hatte auf dem Briefpapier des Days Inn eine Wegbeschreibung zu einem Bootsanleger geschrieben und die Worte blau mit weiß dazugeschrieben.
Die Ermittler vermuteten, dass das eine Beschreibung des Bootes sein musste. Da sie von der Mitte der Bucht aus ins Wasser geworfen worden waren, war mit ziemlicher Sicherheit derjenige, der die drei mit seinem Boot herausgefahren hatte, für ihren Tod verantwortlich. Die Ermittler vermuteten, dass es sich möglicherweise um dieselbe Person handelte, die ihnen den Weg zum Motel beschrieben hatte. Bis Oktober 1989 gab es im Fall Rogers nur wenig Entwicklung. Beim Durchsehen der monatlichen Infobroschüre des Florida Department of Law Enforcement fiel dem leitenden Ermittler des Falles, Jim Keppel, etwas ins Auge. Bereits im Mai desselben Jahres ereignete sich in Madeira Beach, Florida, ein ähnlicher Vorfall wie der Rogers. Es handelte sich um eine 24-jährige kanadische Touristin namens Judy Blair, die mit ihrer Freundin Barbara Mottram im Urlaub in Florida war. Ein Mann, den sie gerade kennengelernt hatten, lud die beiden zu einer Bootsfahrt in der Tampa Bay ein, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Judy nahm sein Angebot an, während Barbara ablehnte. Auf dem Boot fertigte der Mann Judy, ließ sie aber schließlich wieder gehen. Die Tat ereignete sich am 15. Mai 1989, etwas mehr als 2 Wochen vor den Morden an Joe, Michelle und Christy. Das Boot des Mannes war blau und weiß. Die Polizei hatte also ihren ersten Verdächtigen. Jim Keppel reiste zusammen mit einem anderen Ermittler nach Kanada, um Judy Blair zu interviewen. Judy erzählte ihnen, dass sie und ihre Freundin einen Mann namens Dave Posner am Abend des 14. Mai auf dem Parkplatz eines 7-Eleven getroffen hatten. Sie beschrieben ihn als etwa Mitte 30, weiß, etwa 1,75 Meter groß und etwa 80 Kilo schwer mit dunkelblonden Haaren. Er besitze ein Aluminiumunternehmen und lebe in Bradenton, erzählt er ihnen. Der Mann war freundlich und man konnte sich gut mit ihm unterhalten. Er lud die beiden Frauen ein, am nächsten Nachmittag mit ihm eine Bootstour zu machen, um sich den Sonnenuntergang in Tampa Bay anzuschauen. Judy stimmte zu, Barbara jedoch lehnte ab. Die Aussicht vom Boot aus war an diesem Abend besonders schön und Judy machte mehrere Fotos, auf denen der Mann teilweise zu sehen war. Sie waren relativ weit draußen in der Bucht, als die Sonne untergegangen war. Plötzlich änderte der Mann sein Verhalten. Er wurde aggressiv und begann sie unangemessen zu berühren. Judy lehnte seine Annäherungsversuche ab. Voller Angst begann sie zu schreien und zu weinen. Der Mann sagte ihr, sie solle den Mund halten. Wenn sie es nicht täte, würde ihr den Mund mit Klebeband zukleben. Er drohte ihr auch, dass er sie töten werde, wenn sie seiner Aufforderung nicht nachkomme. Als er mit Judy fertig war, gab er ihr eine Thermoskanne mit Wasser und forderte auf, sich damit abzuspülen und sagte ihr, sie solle sich anziehen. Er nahm den Film aus ihrer Kamera und warf ihn über Bord. Als ob nichts geschehen wäre, begann er ein normales Gespräch zu führen. Judy aber war zu fassungslos, um zu sprechen. Auf dem Rückweg zum Ufer übergab sich der Mann mehrmals über den Bootsrand. War er so von seinen Schuldgefühlen so überwältigt, dass es so eine körperliche Reaktion bei ihm hervorrief? Das zumindest fragte sich Detective Keppel. Als sie nahe genug am Ufer waren, befahl der Mann Judy, das Boot zu verlassen und sagte ihr, sie könne den Rest des Weges schwimmen. Judy warf sich über Bord und schwamm, so schnell sie konnte, von ihrem Angreifer weg. Da sie sich nach der Tat mit dem Wasser aus der Thermoskanne abgespült und ans Ufer geschwommen war, wurden alle forensischen Beweise, die der Mann eventuell hinterlassen hatte, weggewaschen. Mit Judys Hilfe wurde dieses Phantombild erstellt. In der festen Überzeugung, dass Judy vom denselben Mann angegriffen worden war, der die Rogers-Frauen getötet hatte, flogen die St. Petersburger Ermittler nach Hause. Eine kurze Recherche ergab jedoch, dass es keinen Dave Posner gab, der in Bradenton lebte und ein Aluminiumunternehmen besaß. Das Phantombild war in der Zwischenzeit überall zu sehen. Auf Flugblättern, in Polizeistationen im ganzen Staat, in Zeitungen und in den Nachrichten. Aufgrund des Phantombildes ging eine Flut von Hinweisen ein. So viele, dass die Ermittler kaum mithalten konnten. Doch enttäuschenderweise brachte sie keiner der Tipps ihrem Verdächtigen auch nur einen Schritt näher. Wieder einmal endeten die Ermittlungen trotz aller Hinweise, die ins Leere führten, in einer Sackgasse. Die Ermittler waren entmutigt, hatten aber nicht die Absicht aufzugeben. Als sie die gesammelten Beweise noch einmal durchgingen, hatten sie eine Idee. Die handgeschriebenen Notizen auf Joe Rogers Clearwater Beach Broschüre waren laut den forensischen Dokumentenprüfer in ihrer Art einzigartig. Die Handschrift war mit nichts zu vergleichen, was er jemals zuvor gesehen hatte. Insbesondere wurde der Buchstabe T in der Mitte von Wörtern großgeschrieben
und der Buchstabe Y wurde jedes Mal anders geschrieben. Dann kam den Ermittlern eine Idee, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Was wäre, wenn sie die Bilder der Handschrift der Öffentlichkeit zugänglich machen würden? Was hatten sie zu verlieren? Die Idee war es, Bilder von der Handschrift auf große Werbetafeln zu platzieren, damit sie von möglichst vielen Leuten gesehen werden konnten. Insgesamt wurden 5 Werbetafeln mit Bildern der Handschrift aufgestellt. Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler einen Anruf von einer ortsansässigen Frau aus Tampa Bay, Joanne Steffi, erhielten, die ihnen mitteilte, dass sie die Handschrift als die eines Aluminiumunternehmers erkannte, den sie zuvor beauftragt hatte. Sein Name sei Ober Chandler, sagte sie ihnen, doch das Wichtigste war, sie hatte immer noch die Quittung für die Arbeit, die er für sie erledigt hatte. Die Handschrift auf Joanne Steffis Quittung wurde mit der auf Joe Rogers Broschüre verglichen. Nach Angaben des forensischen Dokumentenprüfers bestand kein Zweifel daran, dass sie von derselben Person verfasst wurde. Wie sich herausstellte, lebte Ober Chandler nur eine Meile von der Bootsanlegestelle entfernt, wo das Auto der Rogers gefunden worden war, und er besaß ein blau-weißes Boot. Sie hatten also ihren Mann. Doch wer war Ober Chandler überhaupt? Seine Geschichte begann am 11. Oktober 1946 in Cincinnati, Ohio. Margaret Johnson brachte mit ihrem Ehemann Ober Chandler Senior ihr 4. Kind zur Welt. Das Kind, ein Junge, wurde nach seinem Vater benannt und man gab ihm früh den Spitznamen Obi. Schon in jungen Jahren wurde deutlich, dass Ober ein schwieriges Kind werden würde. Für ihn war die Schule nicht besonders wichtig und er scheiterte schließlich an der 4. Klasse, weil er zu oft die Schule geschwänzt hatte. Als Ober 10 Jahre alt war, nahm sich sein Vater im Keller des Hauses der Familie das Leben. Es war Obers ältere Schwester Helen, die die grausame Entdeckung machte. Die Familie von Ober Senior war durch seinen Tod am Boden zerstört. Sie weigerten sich zu glauben, dass er sich selbst getötet hatte und beschuldigten schließlich seine Frau Margaret, ihn getötet zu haben. Aus diesem Grund nahm Margaret nicht an der Beerdigung ihres Mannes teil, die am 1. Juni 1957 stattfand. Es gibt unterschiedliche Berichte über die Beerdigung von Ober Senior. Einige Familienmitglieder behaupten, dass Ober Junior während der Beerdigung, als Erde in das offene Grab geworfen wurde, hineingesprungen sei und wiederholt auf dem Sarg seines Vaters herumgesprungen sei. Nach dem Tod seines Vaters ging es mit seinem Leben steil bergab. Im Alter von 14 Jahren wurde er wegen Autodiebstahls verhaftet, die erste von insgesamt 20 Festnahmen vor seinem 18. Lebensjahr. Chandler zeigte auch nach seinem 18. Geburtstag keine Anzeichen dafür, dass er sein Verhalten ändern würde. Er stahl weiterhin Autos und wurde wegen Falschgeldbesitzes wieder mal verhaftet. Dann wurden seine Verbrechen schwerwiegender. Er wurde verhaftet und wegen Einbruchs, Entführung und bewaffneten Raubüberfall angeklagt. Es ist unklar, wann genau Chandler begann, räuberisches Verhalten an den Tag zu legen. Während seiner frühen Tage in Florida brachen Chandler und ein Komplize in das Haus eines Paares ein und raubten sie mit vorgehaltener Waffe aus. Chandler raubte sie nicht nur aus, sondern ließ den Mann auch von seinem Komplizen fesseln, während er die Frau ins Schlafzimmer brachte, wo er sie zwang, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Dann fesselte Chandler sie und rieb langsam mit dem Lauf seines Revolvers über ihrem Bauch. Während dieses Vorfalls wurde deutlich, dass Chandler Vergnügen daran hatte, anderen Menschen Angst zu machen. Obwohl Chandler abnorme Fantasien hatte und eine Bedrohung für die Gesellschaft war, hatte er aber stets eine Frau an seiner Seite. Er hatte aber immer nur eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne, wenn es um Frauen ging, und war oft gleichzeitig mit mehreren Partnern zusammen. Obwohl nicht genau klar ist, wie oft er verheiratet war, wurde bestätigt, dass er mindestens 8 Kinder von 7 verschiedenen Frauen hatte. Als Chandler 16 war, lernte er ein Mädchen namens Martha Lou Glass kennen, die gerade mal 14 Jahre alt war. Sie heirateten nie, bekamen aber zusammen 2 Töchter. Im Dezember 1965 verließ Chandler Cincinnati und ging nach Camp Lejeune in North Carolina, wo er etwas mehr als ein Jahr lang bei den US Marines diente. Als er nach Cincinnati zurückkehrte, setzte er seine Beziehung zu Martha fort, begann jedoch gleichzeitig andere Frauen zu treffen, von denen eine einen Sohn zur Welt bringen würde. 1969 verließ Chandler Martha endgültig und heiratete eine Frau namens Jennifer Jones, ein Playboy-Bunny im Cincinnati Playboy Club.
Sie waren einige Jahre zusammen, bevor Chandler nach St. Paul, Minnesota zog und eine andere Frau heiratete, mit der er einen weiteren Sohn zeugte. Danach liegen die Details von Chandlers Liebesleben im Dunkeln. Nach der Geburt von seinem zweiten Sohn bekam er noch zwei weitere Kinder, ebenfalls Söhne. In den späten 80er Jahren war Chandler mit einer Frau namens Barbara Libby verlobt, die in Tampa, Florida lebte. Während dieser Beziehung traf er sich aber weiterhin mit einer Frau namens Deborah Whiteman. Schließlich verließ er seine Verlobte Barbara und heiratete Deborah. Weniger als ein Jahr später, im Februar 1989, brachte Deborah ihre Tochter Whitney zur Welt. Alles in allem lief es für die Chandlers relativ gut. Ober hatte ein eigenes Aluminiumunternehmen namens Custom Screens gegründet. Das Paar kaufte sich ein Haus in Tampa und wenig später kaufte sich Chandler ein blau-weißes 21 Zoll Bayliner Boot. Mit dem Kauf des Bootes hatte Chandler ein völlig neues Gefühl von Freiheit. Der Aufenthalt auf dem offenen Wasser der Bucht befriedigte sein Bedürfnis, allein zu sein, fern von seiner Frau und deren Baby. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Chandler die Möglichkeiten erkannte, die das Boot ihm eröffnete, nämlich Frauen aufs offene Wasser locken. Chandler war ein geschmeidiger Redner, der warmherzig und freundlich sein konnte, wenn er es für nötig hielt, und hatte kein Problem damit, Frauen für Sonnenuntergangskreuzfahrten auf sein Boot zu locken. In Tampa waren überall Touristen. Frauen reisten oft zu zweit oder in kleinen Gruppen. Eine dieser Touristinnen war auch die Kanadierin Judy Blair. Auf ihrer Aussage basierend wurde auch das Phantombild von Chandler veröffentlicht und hier schließt sich auch der Kreis. Am 1. Juni, etwas mehr als zwei Wochen nach der Vergewaltigung von Judy, schlug Chandler erneut zu. Er traf sich mit Joe Rogers und ihren beiden Töchtern Michelle und Christy, die aus Ohio im Urlaub in Tampa waren. An diesem Abend trafen sie sich wie geplant mit Chandler am Bootssteg. Als sie weit genug in die Bucht herausgefahren waren, fesselte Chandler ihre Handgelenke mit einem gelben Seil auf den Rücken und klebte ihnen Klebeband auf ihre Münder. Er fertigte sie und band ihnen dann ein Seil um den Hals. Am Ende des Seils befand sich ein 30 Pfund schwerer Betonblock. Chandler hätte bei dieser Tat nicht viel sadistischer sein können. Er ließ die Frauen sich gegenseitig dabei zuschauen, wie er eine nach der anderen ins Wasser warf. Lebendig. Am 4. Juni wurden die drei Leichen schwimmend in der Bucht entdeckt. Im November tauchte überall das Phantombild des Täters von Madeira Beach auf. In der Zwischenzeit wurde Chandler immer aggressiver und begann auf seine Frau Deborah loszugehen. Weil ihm die ganze Situation zu heiß wurde, floh er nach Cincinnati, wo er ein schäbiges Hotelzimmer bewohnte. Er nahm dort Kontakt zu einer seiner Töchter namens Crystal auf. Offenbar damit überfordert, sein Geheimnis für sich zu behalten, gestand Chandler Crystal und ihrem Ehemann Rick, dass die Polizei in Florida wegen Mord an drei Frauen hinter ihm her war. Crystal rief Deborah an und erzählte ihr vom Geständnis ihres Vaters. Deborah hatte Ober schon länger im Verdacht, nachdem sie das Phantombild in den Nachrichten gesehen hatte. Sie fand, dass es ihrem Mann unheimlich ähnlich sah. Aber sie wollte es nicht glauben, dass ihr Mann und der Vater ihres Kindes solch abscheuliche Taten begehen könnte. Kurz nach Thanksgiving kehrte Chandler nach Tampa zurück. Deborah konfrontierte ihn mit der Tat am Madeira Beach, von der er angeblich nichts wissen würde. Schlussendlich kam Chandler zu dem Schluss, dass er Florida verlassen müsse. Deborah bestand darauf, dass sie und ihre Tochter Whitney mit ihm gingen. Sie beschlossen, nach Kalifornien zu ziehen, also möglichst weit weg von Florida und Obers Problemen, die er dort hatte. Sie reisten so schnell ab, dass sie den Großteil ihrer Habseligkeiten in ihrem Haus in Tampa zurückließen. Ob sie die mehrere tausend Kilometer lange Reise nach Kalifornien gemacht haben, ist völlig unklar. Es dauerte auf jeden Fall nicht lange, bis sie wieder zurück in Florida waren. Chandler hatte mittlerweile ernsthafte Geldprobleme. Deshalb wurde er von Mai bis September 1991 Informant für den US-Zoll und das Tampa Police Department. Chandler verkehrte in gewissen Kreisen und erwies sich für die Polizei von Tampa als ziemlich guter Spitzel. Was ihn so erfolgreich machte, war das absolute Fehlen von Reue. Ihm war es völlig egal, wen er der Polizei auslieferte, selbst wenn es langjährige Freunde waren. Irgendwann gegen Ende 1991 oder Anfang 1992 zogen die Chandlers quer durch Florida, von Tampa nach Port Orange in der Nähe von Daytona Beach. Doch die Schlinge um Ober Chandlers Hals wurde immer enger, egal wie oft er umzog. Am 24. September 1992 wurde Ober Chandler an einer Tankstelle an der Interstate 75 in der Nähe seines Hauses widerstandslos
festgenommen. Der Prozess gegen Chandler begann im Sommer 1994. In seiner Aussage sagte er, er habe die Rogers-Frauen getroffen, als sie in ihrem Auto saßen und eine Karte der Gegend untersuchten. Er gab ihnen den Weg zum Days Inn, sah sie danach aber nie wieder, außer in den Nachrichten und auf den Werbetafeln. Er gab zu, dass er in der Nacht der Morde zwar auf seinem Boot gewesen war, bestand aber darauf, dass er allein war. Er sagte, ein Motorschaden sei der Grund für seine Anrufe an die Küste gewesen. Er ging davon aus, dass es sich um einen Treibstoffleck handelte und rief die Küstenwache und die Marine Patrol an, die jedoch zu beschäftigt waren, um zu helfen. Am Ende konnte er seinen Motor mit Klebeband reparieren und zurück an Land schwimmen. Das alles stellte sich natürlich als Lüge heraus. Es gab nie Aufzeichnungen darüber, dass Chandler die Küstenwache oder die Marine Patrol anrief. Ein Bootsmechaniker, der als Experte vor Gericht geladen wurde, nahm Chandlers Erklärung für seinen Motorschaden und die Art und Weise, wie er ihn behoben hatte, Stück für Stück auseinander, indem er so tief ins Detail ging, dass Chandler dem nichts entgegenzusetzen hatte. Er sagte unter anderem, dass die Art und Weise, wie Chandler sein Treibstofffleck reparierte, unmöglich gewesen sei, da der Treibstoff das Klebeband auflösen würde. Chandler aber verstrickte sich immer tiefer und tiefer in seine Lügengeschichten. Die Kanadierin Judy Blair sagte gegen Chandler aus, wobei die Staatsanwaltschaft die Ähnlichkeiten zwischen dem, was ihr und den Rogers durch Chandler widerfahren war, hervorhob, insbesondere die Ereignisse, die zu den beiden Vorfällen führten. Sie waren alle Touristen. Chandler war der Erste gewesen, der sich ihnen genähert hatte. Er lud sie auf sein Boot zu einer Rundfahrt bei Sonnenuntergang ein. Auf dem Boot hatte er gedroht, Judys Mund mit Klebeband zuzukleben. Eine Drohung, die er bei den Rogers in die Tat umgesetzt hatte. Es war Barbaras Weigerung, mit Judy auf Chandlers Boot zu gehen, die letztendlich ihr Leben rettete. Chandler tötete Judy nicht, weil er wusste, dass Barbara ihn leicht identifizieren konnte, als sie sich im 7-Eleven unterhielten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn Barbara Judy auf der Bootsfahrt begleitet hätte, die beiden Frauen möglicherweise das gleiche Schicksal erlitten hätten wie die Rogers. Während seiner Flucht nach Ohio stattete er seiner Tochter Crystal einen Überraschungsbesuch ab und erzählte ihr, dass er wegen Dreifachmordes in Florida gesucht werde. Im Prozess gegen ihren Vater sagte sie schließlich gegen ihn aus. Sie sagte, dass er ihr und ihrem Ehemann Rick Mays gegenüber zugegeben hatte, dass er in Tampa eine Frau verletzt und drei weitere ermordet hatte. Er erzählte ihr, dass die Polizei nach ihm suchte und er Angst hatte, nach Tampa zurückzukehren. Am 29. September 1994 befand eine Jury Ober Chandler für schuldig, Joe, Michelle und Christy Rogers ermordet zu haben. Jedes Mitglied der Jury stimmte für die Todesstrafe und am 4. November verurteilte die Richterin Chandler zum Tode. Die Worte, die die Richterin wählte, als sie Ober Chandler zum Tode verurteilte, gehen einem bis ins Mark. Zitat: Ein Opfer war das erste, zwei schauten zu. Stellen Sie sich die Angst vor. Ein Opfer war das zweite. Eine schaute zu. Stellen Sie sich den Horror vor. Schließlich wurde das letzte Opfer, das die beiden anderen über Bord verschwinden sah, hochgehoben und über Bord geworfen. Stellen Sie sich den Terror vor. Ober Chandler, Sie haben nicht nur Ihr Recht, unter uns zu leben, verwirkt, sondern nach den Gesetzen des Bundesstaates Florida haben Sie Ihr Recht, überhaupt zu leben, verwirkt. Zitat Ende. Damit ordnete die Richterin an, dass er auf dem elektrischen Stuhl sterben sollte. Der einstimmigen Empfehlung der Jury folgend verurteilte sie ihn für jedes Opfer jeweils zum Tode. Chandler bestritt bis zu seiner Hinrichtung für die Tode verantwortlich zu sein und hatte mehrfach versucht, sein Urteil anzufechten. Ohne Erfolg. Er galt im Gefängnis als der einsamste Gefangene überhaupt, da er in den 15 Jahren in der Todeszelle nicht ein einziges Mal Besuch bekam. Am 15. November 2011 wurde Chandler um 16.08 Uhr im Florida State Prison in Rayford mit einer letalen Injektion und nicht per elektrischen Stuhl, wie es im Urteil lautete, hingerichtet. Seine Henkersmahlzeit war ziemlich schlicht und bestand aus zwei Salami-Sandwiches auf Weißbrot mit Senf und einer Tasse Kaffee. Chandler gab vor seiner Hinrichtung keine abschließende Erklärung ab, hinterließ jedoch eine handschriftliche Notiz. In ihr stand, Zitat: Sie töten heute einen unschuldigen Mann.
Zitat Ende. Joan, Michelle und Christy wurden am 13. Juli 1989 in Wilshire, Ohio auf dem Zion Lutheran Cemetery beigesetzt. Die kleine Farmergemeinschaft war schockiert, dass dreien von ihnen so etwas Schreckliches passiert war. Rund 300 Familienmitglieder und Freunde kamen, um Hal Rogers zu unterstützen und ihn zu trösten. Hal bewirtschaftete nach dem tragischen Zwischenfall weiterhin seine Farm, tauschte jedoch seine Milchkühe gegen Schweine ein. Seit seine Frau und seine Töchter nicht mehr da waren, war seine Farm alles für ihn, sogar noch mehr als zu ihren Lebzeiten. Die Arbeit war genau das, was Hal brauchte, um damit fertig zu werden. Etwas, das ihn ablenkte. Er hatte keine Zeit, rumzusitzen und sich selbst zu bemitleiden. Allerdings konnte keine noch so große Landwirtschaft jemals die Erinnerungen unterdrücken, die Hal an Joe, Michelle und Christy hatte. Manchmal waren sie so stark, dass es fast so war, als wären sie direkt neben ihm im Stall, kuschelten die Tiere und brachten ihn zum Lachen. Irgendwann besuchte Hal eine Selbsthilfegruppe, in der die Teilnehmer alle ein Familienmitglied durch Gewalt verloren hatten. Doch selbst in dieser Selbsthilfegruppe war sein Schicksalsschlag so extrem, dass er sich dort fehl am Platz fühlte und die Gruppe nach kurzer Zeit wieder verließ. Im Jahr 1998 fand Hal erneut seine Liebe in Jolene, einer Einheimischen aus Wilshire, die aus einer anderen Bauernfamilie stammte, und die beiden heirateten. Jolene war auch Witwe, daher konnte sie sich einigermaßen in Hal hineinversetzen, konnte sich aber auch nur im Ansatz vorstellen, wie es war, wenn die ganze Familie von einem waschechten Monster auseinandergerissen wurde. Hal war froh, wieder einen Partner in seinem Leben zu haben, jemanden, mit dem er frühstücken gehen und über etwas anderes als die Farm reden konnte. Hal besitzt seine Farm heute noch und hat mittlerweile Leute angestellt, die ihm helfen, seine Farm zu bewirtschaften. Doch damit war die Geschichte von Oba Chandler und seinen Taten noch nicht vorbei. Sie töten heute einen Unschuldigen. War Chandler wirklich unschuldig? Die wahre Zahl der Morde, die Chandler begangen hat, ist bis heute nicht bekannt. Ermittler, die mit Chandler vertraut sind, vermuten, dass er Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre in Florida noch viel mehr Frauen getötet hat, aber so genau weiß man das nicht. Die Art und Weise, wie die Rogers-Frauen getötet wurden, lässt stark auf jemanden mit Selbstvertrauen schließen, der wusste, was er tat, und das nicht zum ersten Mal. Chandler hatte eine ganz bestimmte Vorgehensweise. Er lud ahnungslose, attraktive, junge, weibliche Touristen auf sein Boot für eine Spritztour ein. Man darf nicht vergessen, dass es in den 80er Jahren war. Damals waren die Menschen weitaus offener, mit Fremden in ein Auto oder, wie in diesem Fall, in ein Boot zu steigen, als heute. Chandler schien ein einfacher, freundlicher Einheimischer zu sein, der ihnen freundlicherweise eine kostenlose Bootsfahrt anbot. Warum sollten sie sein Angebot nicht annehmen? Im Februar 2014 erwies sich die Theorie der Ermittler als richtig. Es gab weitere Opfer von Ober Chandler. Dieser Mord unterschied sich jedoch von dem der Rogers-Frauen darin, dass das Opfer keine Touristin war. Sie war jedoch eine hübsche, junge Frau und Chandler nutzte seinen Charme, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ivelisse Berriot war gerade 20 Jahre alt, als sie am 27. November 1990 ermordet wurde. Sie war frisch verheiratet und lebte zum Zeitpunkt ihres Todes mit ihrem Ehemann in Coral Springs, Florida. Ivelisse arbeitete im Einkaufszentrum in Sawgrass Mills in einem Sportgeschäft. Sie war nach ihrer Schicht auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie bemerkte, dass ihre Reifen aufgeschlitzt waren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde sie von einem freundlichen Fremden angesprochen, der ihr seine Hilfe anbot. 3 Stunden später, gegen 1 Uhr morgens, wurde ihr nackter, lebloser Körper entdeckt. An ihrem Handgelenk und ihren Knöcheln befanden sich Fesselspuren und an ihren Haaren klebte Klebeband. Der Ermittler für den Fall Ivelisse, Dan Cucci von der Polizei von Coral Springs, erklärte, dass während der Ermittlungen zum Mord an Ivelisse DNA-Proben gesammelt und in der Asservatenkammer gelagert worden seien. Die Proben waren jedoch so gering, dass sich die Ermittler nicht viele Hoffnungen machten. Die Technologie war nicht so ausgefeilt wie heute und es gab keine nationale DNA-Datenbank, bei der man einen Abgleich starten könnte. Cucci und sein Partner bei den Ermittlungen, Brian Koenig, ließen das Kriminallabor des Sheriffsbüros von Broward County die in Ivelisses Leiche gefundene DNA erneut testen. Es gab eine Übereinstimmung mit Ober Chandler. Wie sich herausstellte, lebte er zu dieser Zeit nur 1 Meile von dem Einkaufszentrum Sawgrass Mills entfernt.
Die Ermittler kontaktierten Alvarez' Familie, die in Puerto Rico lebt, und ihren damaligen Ehemann, der inzwischen nach Mexiko gezogen war, um ihnen mitzuteilen, dass sie nach 23 Jahren endlich herausgefunden hatten, wer ihren geliebten Menschen getötet hatte. Die Kriminalbeamten von Florida begannen bei den Untersuchungen von Fällen, die sich in den späten 80er Jahren und den frühen 90er Jahren ereigneten, nachzuforschen, wo Chandler zu dieser Zeit gelebt hatte. Das Ausmaß von Chandlers Taten wird möglicherweise nie vollständig klar sein. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr aufgefallen, dass ich mich schon wieder krank anhöre. Ich habe mir nämlich größte Mühe gegeben, normal zu sprechen. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare und gebt dem Ganzen einen Like und ja, abonniert meinen Kanal natürlich, denn wie immer schauen sich die meisten Leute dieses Video an, die meinen Kanal nicht abonniert haben, und ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das nachholen würdet, so als ein kleines Weihnachtsgeschenk an mich, ihr wisst schon. Ansonsten, wie gesagt, danke euch fürs Zusehen, meine Lieben, und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.